Seit gut 2,5 Monaten ist der Michaelstunnel nun eine Baustelle. Zurzeit werden Fluchtstollen parallel zur bestehenden Tunnelröhre gesprengt. Bauleiter Lars Lau treffen wir direkt nach einer Sprengung. Er bringt uns auf den neuesten Stand. Wir sind soweit ganz gut im Plan. Wir haben eine kleine Verzögerung bei einzelnen Arbeiten, die aber nicht kritisch ist. Das heißt, der Endzeitpunkt, zu dem wir fertig sein müssen, ist nicht gefährdet. Und das ist für uns das Wesentliche. Wir haben durch die Verzögerung behindern wir uns hier im Tunnel etwas selbst gegenseitig, aber das ist mehr vom Bauablauf eine Erschwerung, die aber nicht tragisch ist. Besorgte Baden-Badener hatten im Vorfeld der Tunnelmodernisierung befürchtet, dass es durch die Explosionen unter der Erde zu Beschädigungen an benachbarten Gebäuden kommen könnte. Die Tunnelbauer sehen das aber ganz gelassen. Also die Kaffeetassen fallen nicht vom Tisch, so stark sind die Erschütterungen nicht, aber sie sind natürlich deutlich zu verspüren und gerade bei mehreren Sprengungen am Tag kommt es natürlich vor, dass die Leute dann auch erschrecken, gerade weil es ja keine Vorwarnung in irgendeiner Form gibt. Wir sind aber so weit in unserer Überwachung, das heißt, wir haben Erschütterungsmessgeräte aufgestellt und haben im Moment die Erkenntnis, dass wir also die Grenzwerte sehr leicht einhalten können. Im Gegenteil, wir sind selten über 50%. Auch Baden-Badens Bürgermeister machten sich ein Bild der Arbeiten im Michaelstunnel. Rudolf Kühner vom Regierungspräsidium Karlsruhe war als Bauherr auch auf der Baustelle. Seine Behörde überwacht die Arbeiten wenige Meter unter Baden-Baden. Und ich habe einen guten Eindruck. Ich lasse mir natürlich regelmäßig über den Fortgang der Arbeiten berichten. Wir sind vollständig im Zeitplan und wir wollten einfach den Medien heute auch Gelegenheit geben, einmal hier vor Ort sich selbst ein Bild zu machen, wie diese Arbeiten ablaufen. Und ich denke, es ist sehr beeindruckend, mit welchem Einsatz hier gearbeitet wird. Und wir konnten ja auch eine Sprengung hier erleben und man bekommt dann ein Gefühl für die Kräfte, die hier am Werk sind. Bei den Sprengungen hatten wir jetzt keine unangenehmen Überraschungen. Wir hatten in einzelnen Fällen sogenannten geologischen Meerausbruch. Das bedeutet, dass es ist etwas mehr runtergekommen, als wir wollten. Das bewegt sich aber im Rahmen von 5, 6, 7 Kubikmeter. Also das sind relativ kleine Fehler, die wir auch dann schnell beheben konnten. Bei jeder Sprengung treiben die Tunnelingenieure die Sicherheitsfluchtstollen wenige Meter vorwärts. Ziel ist es, im 2,5 Kilometer langen Michaelstunnel mindestens alle 300 Meter einen Notausgang einzurichten. Dazu werden noch einige Sprengungen nötig sein. Also die genaue Anzahl, wie viele es jetzt noch geben wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir werden circa 6-mal am Tag wird gesprengt. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die jeweiligen Gesteinsverhältnisse gerade sind. Es können auch mal 8-mal werden, wenn es richtig gut läuft. Und das wird noch bis mindestens Weihnachten gehen. Und wir hoffen, dass wir mit Weihnachten dann fertig sind. Gleichzeitig wird an einem Teilstück des Tunnels bereits an der Betonierung der neuen Decke gearbeitet. Ein enger Zeitplan erfordert die Arbeiten an 7 Tagen in der Woche. Wenn alles gut läuft, kann der Tunnel dann gegen Ende Juli 2012 wieder freigegeben werden.